Ja, also die EU hat ja riesige Sanktionspakete auf den Weg gebracht. Und das ausdrückliche Ziel dieser Sanktionen war, Putin unter Druck zu setzen, seinen verbrecherischen Krieg zu beenden. Und ich finde, langsam ist es Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und festzustellen, diese Sanktionspolitik ist leider komplett gescheitert. Sie hat dieses Ziel nicht nur nicht erfüllt, sondern sie wirkt in die andere Richtung. Sie ruiniert uns, nicht Russland. Wir haben eine Rekordinflation. Viele Leute wissen nicht mehr, wie sie das Lebensnotwendige bezahlen sollen. Es gibt Prognosen, sollte der Gasfluss jetzt im Juli ganz ausbleiben, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Halbjahr um 12% einbricht, dass über 5 Millionen Industriearbeitsplätze bedroht sind. In einem halben Jahr, das sind Zustände wie in der Weimarer Republik. Und selbst wenn es nicht zu diesem Allerschlimmsten kommt, ganz viele Betriebe denken ja jetzt schon darüber nach, nach einer Umfrage jeder Fünfte, dass sie Betriebsteile, Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, weil es einfach in Deutschland bei den horrenden Energiekosten nicht mehr wirtschaftlich ist zu produzieren. So, und was ist in Russland? Die russische Wirtschaft funktioniert halbwegs normal. Das heißt, die Inflation hat sich geht gerade wieder etwas runter. Das Leben scheint weitgehend normal zu sein. Die Supermarktregale sind gefüllt, die Straßen sind voller Staus. Und vor allem die russischen Einnahmen, also der Staatshaushalt, den man eigentlich treffen wollte, die sind höher als je zuvor, weil die hohen Preise natürlich, obwohl man weniger verkauft, letztlich bei Putin mit zusätzlichen Einnahmen zu Buche schlagen. Und ich muss sagen, wenn man das konstatiert, dann kann man doch nicht sagen, wir machen so weiter. Und auch das ganze Gerede über alternative Lieferanten für Öl, für Gas, das war doch heiße Luft. Wir haben keine alternativen Lieferanten. Wir haben sie bei Öl nicht und wir haben sie kurzfristig auch bei Gas nicht. Das hat sich alles zerschlagen, was Habeck da vorgeschlagen hat oder was Habeck in Aussicht gestellt hat. Und deswegen finde ich, muss man in der Situation ganz klar sagen, dieser Wirtschaftskrieg ist gescheitert. Wir sollten die Sanktionen aufheben. Wenn wir keine anderen Lieferanten haben, dann bitteschön kaufen wir russisches Öl und Gas so viel, wie wir halt brauchen für unsere Wirtschaft. Wir treiben mit vielen Ländern Handel, die Kriege führen, die Menschenrechte missachten und mit Füßen treten. Zum Beispiel in den Golfstaaten, wo also Homosexuelle hingerichtet werden, Frauen gesteinigt werden. Wenn wir mit allen Ländern unseren Handel unterbinden wollten, die sich nicht so verhalten wie wir oder wie wir uns das wünschen, ja, dann müssten wir also mehr oder weniger unseren Handel auf die Europäische Union beschränken oder selbst da wäre es teilweise schwierig. Also insoweit finde ich, es ist eine völlig falsche Politik. Ich finde es verantwortungslos, dass die Regierung diesen Weg weitergeht und mit irgendwelchen wohlfeilen Energiespartipps aufwartet, statt das Problem an der Wurzel zu lösen. Wir bräuchten keinen Notstand zu haben. Wir könnten die Energie beziehen, die wir brauchen und ich finde, wir sollten das wirklich tun. Das ist die Regierung eigentlich, das hat sie mit ihrem Amtseid geschworen, nämlich Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Das soll sie jetzt bitte einlösen. Schluss mit den Sanktionen und kaufen wir die Energie, die wir brauchen, damit wir wieder normal leben können.